Hallo Stuttgart, hallo Gäste, hallo Internet. Letzten Mittwoch haben ein paar Abgeordnete in Brüssel beschlossen, dass sie unser Internet kaputt machen wollen. Und dass sie aus unserem Internet eine Geldmaschine für die Springers, GEMAs und Bertelsmänner dieser Welt machen wollen. Die haben mal eben beschlossen, dass sie eine Linksteuer wollen. Da soll man jetzt ernsthaft Geld dafür bezahlen, wenn man einen Link auf einen Zeitungsartikel machen will. Und da sollen Upload-Filter erzwungen werden. Die sollen dann alles, was wir ins Netz hochladen, prüfen, ob da vielleicht irgendjemand ein Urheberrecht drauf hat. Dass sowas dazu führt, dass massenweise Zeug blockiert wird, obwohl es gar keine Rechte verletzt, brauche ich hier wahrscheinlich keinem erklären. Das sind übrigens beides Ideen, die in Deutschland und in Spanien schon krachend gescheitert sind. Was da tatsächlich passiert ist, dass hier eine gewaltige Zensurmaschine gebaut werden soll. Das Internet hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass man sich heute frei informieren kann und dass sich jeder mit jedem austauschen kann. Schaut mal in eure Tageszeitung. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass vor allem die großen Zeitungen kein Wort schreiben über Linksteuer und über die Upload-Filter. Wenn wir das zulassen, was sie da gerade beschließen wollen, dann entscheiden nur noch die großen Verlage, welche Informationen wir bekommen. Wir demonstrieren heute hier in Stuttgart und in Berlin, um zu zeigen, dass wir das nicht mit uns machen lassen. Nächstes Frühjahr sind wieder Europawahlen. Diese irrsinnigen Ideen hier, die müssen noch vom Parlament in Brüssel abgenickt werden, können dort noch gestoppt werden. Lasst uns zusammen den Abgeordneten Europa zeigen, dass wir Internetnutzer und Bürger, dass wir Wähler das nicht wollen. Vielleicht erinnern die sich ja daran, dass sie einen Wählerauftrag haben. Und vielleicht würden die gerne wiedergewählt. Zeigen wir ihnen, dass sie gefälligst ihren Job machen sollen. Die Demo hier ist ziemlich kurzfristig geplant worden, war ein bisschen chaotisch alles. Wir haben Vertreter einiger Parteien, Gruppierungen hier. Bei denen möchte ich mich herzlich bedanken, bei allen, die gekommen sind. Ich möchte mich entschuldigen bei allen, die wir in der Hektik vergessen haben, einzuladen. Wir haben nächstes Wochenende schon wieder Demos in Polen, in Belgien, in Schweden geplant. Ich denke, das werden noch ein paar mehr. Es werden in der nächsten Zeit sicher noch eine ganze Menge Demos laufen. Es wird einiges im Netz laufen. Ich kann euch nur einladen, auffordern und bitten, helft alle mit, informiert die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, mobilisiert im Internet und auf der Straße. Wir wollen unser Netz nicht kaputt machen lassen. Wir wollen uns keine Linksteuer und keine Upload-Filter. Und wir lassen uns nicht zensieren. Danke, dass ihr hier seid.